Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging einmal an zwei Gräbern vorbei. Faqala, so sagte er, sie, die beiden Männer in ihren Gräbern, werden gerade für etwas bestraft, was nicht einmal groß ist. Was den einen anbelangt, so hat er die Namima vollzogen. Wir kommen auch dazu. Und was den anderen anbelangt, so hat er nicht darauf geachtet, dass der Urin seine Kleidung trifft. So hat der Prophet sallallahu alaihi einen Palmenzweig angefordert. So hat er dieses in zwei Hälften gebrochen. Dann hat er einen Ast vom Palmzweig auf diesem Grab getan und auf diesem Grab getan. Und er sagte, es soll ihnen beiden die Strafe im Grab erleichtern. Ich wiederhole, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging an zwei Gräbern vorbei und sagte, sie werden gepeinigt. Und dabei geht es nicht um etwas, das schwer wäre zu vermeiden oder das besonders groß ist. Was bedeutet das besonders groß ist? Wir können oder wir könnten manchmal denken, dass die Sünden, die wir machen, nicht wirklich groß sind. Aber bei Allah sind sie gewaltig. Bei Allah sind sie gewaltig. Daher ist die Annahme von manchen Leuten, dass manche Sünden ein leichtes sind, genau das Umgekehrte. Bei Allah sind sie sehr schwer. Und diese Sünden, die gemacht wurden von diesen beiden, war einmal An-Namima. An-Namima sagen die Gelehrten, dass man Wörter weiterreicht von den Menschen, um Unheil zu stiften. Man geht zu einer Person und sagt ihnen, Mahmud, wusstest du, was Ahmed über dich gesagt hat? Und mein Ziel dabei ist, dass zwischen den beiden Feindschaft entsteht. Das ist Namima. Das ist nicht Riba. Riba ist, dass du in Abwesenheit von einer Person lästerst. Das ist Namima. Das ist, dass du Feindschaft zwischen diesen Personen herstellst. Walayadu billah. Diese Sünde und auch das Urinieren, aber nicht das bloße Urinieren, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala an uns erschaffen hat, sondern vielmehr, dass man, wenn man uriniert, sich nicht davor schützt, dass dieser Urin die Kleidung treffen kann. Dieses waren die beiden Sünden, für die die Grabesbewohner sehr schwer bestraft wurden. Und hier ist wunderschön, was manche Gelehrte erwähnt haben. Sie sagten, warum diese beiden Sünden, für die diese Leute bestraft wurden. Erstmal gibt es eine Überlieferung von Abu Huraira, radiallahu anhu, die ist bei Imam Ahmad ibn Majah und anderen. Und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, dass sie sahih ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die am meisten im Grab bestraft werden, ist aufgrund des Urins. Das heißt, die sich nicht geschützt haben vor dem Urin. Das, was wir sehen bei vielen Leuten, die urinieren und dieser Urin berührt die Kleidung. Manche während des Urinierens urinieren auf die Kleidung und manche ziehen sich die Hose sofort an, ohne sich zu waschen oder richtig zu säubern. Denn das Wasser ist nicht absolute Pflicht, sondern das Wasser ist das Beste, womit man sich säubern kann. Wenn einer aber auch dieses mit Papier wegmacht, diesen Schmutz, der unrein ist, den Urin, mit etwas anderem wegwischt, so ist das in Ordnung, bi'idhnillah ta'ala. Aber es gibt Leute, sie ziehen einfach ihre Hose an, als ob dieser Urin nicht etwas Unreines wäre. Und diese Leute sind gemeint, liebe Geschwister. Diese Leute werden am meisten wegen dieser Sünde im Grab bestraft.